Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saxonia. Ja, wir sind bereits in Folge 7. Hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Wir hatten nämlich eine Runde Hafer hier schön verkauft bei der Mühle. Hatten wir über 86.000 mitgemacht. Das ist natürlich super gelaufen. Und ihr seht selber, die Einfahrt ist genau gegenüber von unserer Einfahrt. Also einen fast besseren Transport, sage ich schon. Fast besseren Verkaufsspot gibt es gar nicht für unsere Felder auf der Seite hier. So, ja, fast voller Korntank, ist alles super. Ich fahre mit ihm hier jetzt auch zurück. Macht die Caterpillar-Klappen schon mal wieder auf. Weil wir müssen jetzt natürlich. Wieder hier aufs Haferfeld. Und da dürfte der Kollege irgendwo voll stehen. Was einfach daran liegt, dass wir ihn ja letztes Mal nicht mehr ganz leer machen konnten. Ja, ihr seht selber, das Feld hier, die 13, ne, 76.000 Liter sind es. Wenn wir den Rest so angucken, kommen wir vielleicht so Richtung 100.000 Liter, die wir hier an Hafer runterholen können. Das schon mal gar nicht so schlecht. So, was wir noch gucken müssen, ist, müssen wir das Feld oder die Felder, die wir jetzt hier gerade bearbeiten, müssen wir die kalken als nächstes? Oder reicht, wenn wir sie ansehen und dann düngen? Das ist natürlich die andere Geschichte. Da können wir mal ganz fix ein Auge drauf werfen. Und da sehen wir, muss gekalkt werden. Das heißt, jetzt ist natürlich schon wieder unsere Kalkgeschichte gefragt. Ne? Jetzt ist schon wieder unsere Kalkgeschichte gefragt, dass wir da vernünftig rankommen. So, gut. Der hat ihn hier gleich leer. Dann flitzen wir eine Runde rüber, machen ihn leer und dann geht auch der Häcksler nochmal wieder leer. Da müssen die Produktionen ja auch alle laufen, weil wir brauchen den Crosshair und wir müssen auch sehen, dass wir nochmal mit dem Schwader ein bisschen Ausgleich machen und dann den Ladewagen uns holen. Ne? So, den kann ich hier schon ausmachen. So, den werde ich jetzt als erstes machen, weil wir gleich praktischerweise waren. Der wird hier fast sauber geflext oder so, wie es aussieht. Extrem. So, Klappe zu, dass er auf der Fahrt nicht ganz so viel wegweht. Dadurch, dass er natürlich jetzt durchgehend daneben herfährt, hat er natürlich die höchste Anzahl an Betriebsstunden, muss man einfach so sagen, wie es ist. So, da vorne steht der Schwader. Wie gesagt, mit dem werden wir jetzt gleich noch einmal Querbahn fahren. Oh, das ist, glaube ich, auch sehr gut gewesen, dass die Züge hier gerade nicht fahren, weil er hängt natürlich tatsächlich oben drauf fest. Das heißt, da müssen wir auch tatsächlich noch ein Endstück fahren. Aber das ist okay. Da machen wir so einen kleinen Bogen, so ein U fahren wir hier einmal. Dann ist das okay. Wir wollen in der Folge hier natürlich auch noch gucken, was wird aus unseren 62.000 Liter Wasser, wie viel Kalk holen die da raus? Das ist natürlich eine andere Frage noch, ne? Wie gesagt, das hier ist von der Ge Arbeitsgeschwindigkeit her nicht ganz so wild, weil wir halt genug haben, dass die Produktion hier weiterläuft. Aber wir wollen natürlich die Grastrocknung anschmeißen und auch schon ein paar Sachen für die Kühe vorbereiten, weil wir wollen natürlich möglichst schnell auf Kühe, auf Mist kommen, damit auf Dünger und Saatgut kommen, damit wir halt nichts groß nachbestellen müssen oder selber zukaufen müssen, wenn wir es eh selber produzieren können, ne? Weil Mist hat ja sonst einen relativ geringen Wert. Und wenn man da natürlich schön Dünger draus kriegen kann, warum nicht, ne? So. Ihn schnell wieder dahinter geklemmt. Die werden sich beim Wenden dann eh nicht einig werden, aber wie gesagt, das ist alles nicht ganz so akut. Häckselgut machen wir hier satt und schmutzig. Ja, da fährt noch ein Drescher. Der Hafer muss ja nicht ganz so oft leer gemacht werden. So, da fährt er jetzt wieder hinterher. So, okay, hier kommen wir natürlich, hier sind wir gerade, dann können wir mal gucken.
Er hat natürlich den Wasserpart jetzt hier aufgenommen. Davon hat er jetzt 50.000 Liter verarbeitet. Und hier kriegen wir Kalk. Lass ich raten, wir haben aber leider keine Anzeige. Doch, 5.000 Liter Kalk aus 50.000 Liter Wasser. Das heißt, wir kriegen 6.200 Liter Kalk aus einem so einem LKW voll. Ja, 10%, ne? Warum nicht? Also das geht. Da uns Wasser eigentlich so nichts kostet, ist das alles ganz okay. Eins, was ich natürlich gerne hätte, das sieht übrigens auch toll aus, das Feld so, ne? Die Fruchtgeschichten und sowas ist schon super gemacht. Es ist die Frage, ob wir nicht doch irgendwo Wasser haben, ne? Weil ich sie jetzt hier in der Nähe. Da, bei der Umladestation hier. Kommen wir da ans Wasser ran? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, das hier war wahrscheinlich jetzt nicht ganz so geschickt von mir. Es ist erheblich einfacher, das wieder auszumachen, die Klappe aufzumachen und ihn wieder anzumachen. So, naja, dann würde auch weiterfahren, ne? Das hat dann ja auch mal was. So, okay. Ja, ich weiß, die anderen Drescher sind wahrscheinlich schon wieder startklar und wollen schon wieder leer gemacht werden. Einer auf jeden Fall. Aber ich bin natürlich jetzt neugierig, ob wir da Wasser herwegkriegen können. Dann können wir mit ihm natürlich hier erstmal schön ladungsweise Wasser durchdrücken. Jetzt fahren wir hier hinten schön rum. So, jetzt gucken wir mal, wie kommen wir da denn am einfachsten hin? Ja, so sehe ich das Wasser da natürlich jetzt nicht. Das ist natürlich doof. Ach Quatsch, das ist ja bei unserem... Ich Dösel guckt natürlich falsch. Ja, hier ist natürlich nichts in der Nähe an Wasser. Ne? Das ist natürlich echt nicht so schön. So, wir sind jetzt letztes Mal hier rumgefahren und da... Das sieht also auch aus, als könnte man 1000 andere Wege fahren, aber das heißt nicht, dass sie kürzer sind, ne? Weil Wasserstelle ist da oben. Hier aus der Produktion kommt da keiner raus. Er hängt hier noch fest, er ist am Arbeiten. Ich skippe hier gerade mal freundlich durch. Der jault noch nicht, aber der hier. So. Weizen. Ja, Mühle. Da müssen wir echt mal gucken, was für einen Mehlpreis haben wir und was für eine Quote gibt es daraus. Ne? Das ist dann so der Punkt. Ich fahre es natürlich erstmal los und mache den Kollegen hier leer. So. Das sollte relativ zügig gehen. Ja, da müssen wir, wie gesagt, wir werden jetzt dann als nächstes mal um die Ecke schwadern. Wenn wir ihn hier leer haben, können wir auch gleich den anderen Drescher drüben leer machen. Das kam aufs Gleiche raus. Und eigentlich müssen wir eine von diesen Ladungen in die Saatgutproduktion schon bringen. Also sprich da, wo wir jetzt mit dem Wasserbehälter waren. Da ist auch die Annahme für Saatgut, da muss nämlich Getreide rein. Und damit wäre er hier eigentlich prädestiniert dafür. Ne? So, der Kollege ist hinter uns. Sehr schön. Helfer C wird durch ein Objekt blockiert. Ja, ich weiß. Das ist dein eigener Kollege da vorne. Das ist bitter, ich weiß, aber da musst du durch. Hat er noch 1-2% hier? Dann fahr doch die 1-2% noch. Ich renn mal hier rüber. Ne, ist er nur ein paar Meter weg. Wie voll bist du denn schon wieder, mein Freund? Ziemlich, sagst du.
Er hat sich hier ausgeschaltet. Den wenden wir dann einmal hier. Hilfe an. Steigen fix wieder aus. Und dann dürfte der Drescher da vorne nicht aufstehen. Ich finde ihn jetzt auch fast im Blank fast besser. Naja, okay. Irgendwann müssen wir ihn dann vielleicht mal so ein bisschen, ne? Straße sperren wir auch gerade ab. So. Mach du, Mann. Ich lauf wieder zum Drescher. Ne, zum LKW und fahr zum Drescher. So. Ja, wir haben hier echt gut zu tun. Ey. Das macht Laune, muss ich sagen. Ich hoffe, euch macht das so viel Spaß wie mir. Und hier gibt es die nächsten Haferladungen. Die gehen dann auch stumpf, wenn der Preis ja jetzt nicht zusammengebrochen ist. Hafer? Nö. Der Preis ist so geblieben. Der andere Preis hier steigt noch langsam. Den sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Das heißt, den Rest Hafer hier, der geht es auch stumpf in die Mühle. Und ich wollte noch gucken nach dem Preis für Mehl. Das sieht alles nicht aus wie Mehl. Malz, Zucker, Kompost, das ist Mehl. Also da gibt es schon mehr für. Ist natürlich die Frage, was für einen Verlust haben wir da, ne? Muss man mal nur eine Ladung testen, ne? So simpel ist es. So, okay. Die Jungs hier sind einmal alle durch. Den Kollegen ignoriere ich jetzt einfach mal. Hört sich jetzt doof an, ist aber so, weil ich werde jetzt erstmal mit unserer guten Hibiskuskiste hier weiterfahren. So, ich werde mich jetzt hier einmal so ein End-U fahren. Gucken, ob wir das hinkriegen. So, da nirgends hängen bleiben. So. Bisschen rückwärts fahren, dann kann ich da gleich einlenken. So, einmal runter, einmal an. Ja, fast vollen Korntank, das ist alles super, dass du das hast. Nun, ich wollte jetzt halt einmal das Ende einsammeln. Ich werde jetzt hier den kleinen Rest mit der Spur, die wir da haben, zusammenfügen. Und dann mache ich auf der anderen Seite das U zu Ende, indem ich auch das Ganze nochmal so fahre. Und dann können wir das gute Stück hier nämlich schon wieder wegbringen. Und dann ist mit der Ladewagen schon als nächstes dran. Wir müssen ja hier so viele Sachen nebenbei machen, dass sich das dann schon lohnt, ne? So. Ich fahre jetzt rückwärts und mauschel das Ganze nochmal zusammen. Ich weiß, das ist nicht die richtige schöne Art, aber ich werde jetzt hier noch einmal eine Bahn fahren, um die Sachen von der Straße zu holen, um es mal so auszudrücken. Und dann können wir schon mit ihm wieder auf den Hof zurück. So, und wir machen es hoch, wir machen es aus, wir klappen es zusammen, wir fahren los. So sieht's aus. Also der Steier hat schon mal schöne Arbeit gemacht, sich schon mal bewährt. Wir fahren das gute Stück zusammen, dann passen wir auch gleich hier durch den Zaun. Da geht das gute Stück schon auf.
Gott, ich fahre heute wieder grottig rückwärts. So, da steht der Hibiskus, ist schon mal super. Mich genau neben dem Meer. Die gehören auch alle schön zusammen und auch der Ladewagen steht hier. Den holen wir mich jetzt auch noch mal hier raus. So. Fahren schon mal hier Richtung Ausfahrt. Der sieht doch schon mal nach einem ordentlich großen Ladewagen aus. Wir werden jetzt hier mit dem U anfangen. Das ist jetzt die Idee. Aber ich gucke erst eben kurz nach den anderen Kollegen. Wie gesagt, der wird tausendmal da stehen. Das ist nicht das Ding. Wo wir uns dann eher darum kümmern müssen, ist, dass die Jungs hier fahren. Der ist noch bei der Hälfte. Aber der hier dementsprechend, der sagt schon wieder, ich habe alles voll. Genau, und das ist auch okay. Er ist natürlich auch vom Feld her, wird das hier ein bisschen größer sein. Das Haferfeld wird also eher fertig sein. Das ist aber kein Problem, weil wir haben ja noch Feld 2. Das ist ja drüben. Ne? Und ich glaube, es ist Feld 2. Ich guck nochmal hier auf der Karte. Ja, Feld 2 ist ja auch nochmal Weizen. Ne? Dem Weizenpart werden wir dann dementsprechend auch mit einlagern, malen, was auch immer. Ne? Also ich würde auch sagen, wir werden wahrscheinlich das, was hier ist, in die Dingsproduktion geben, in die Saatgutproduktion geben. Und hier werden wir auch Stroh machen. Das kann nämlich dann der Drescher machen, der hier auf der 13 schon fertig ist. Weil ihr seht selber, hier auf der 1 ist noch einiges zu tun. Ne? So läuft das Ganze dann. Und wenn der hier voll ist, dann fahren wir ihn zur Mühle, aber nicht um zu verkaufen, sondern versuche ich damit eine Ladung Dings zu machen. Ladung Mehl zu machen. Und mal gucken, was wir denn damit fürs anstellen können. So, ja, aber wir sind hier beim Übertanken, Abtanken auch schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.